Nase. Was denn? Ich hab voll auf die Nase bekommen. Achso, hier von ihm jetzt. Mhm. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Der guckt nicht mal, wenn man sich unter die Nase reißt. Nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Marguerite. Nicht schon wieder? Wie oft macht er das denn? Er muss sein Abendessen haben. Nein, ich muss nichts essen. Komm hier. Nein. Halt, verdammte Maul, Marguerite! Was hast du ihn gemacht? Raus, ihr Verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ich kann es glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Fest ist das? Sein. Komm her, eine Olive? Ich hasse Oliven! Nein! Was ist Folter? Nein! Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Oh. Lebt Oma noch? Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, sie lebt noch. So. Mit der verstehe ich mich aber bisher hier am besten. Mhm. Nikos Hardware, Säge, Seil, Tierhalsband. Die haben 20 Tierhalsbänder geholt. Ja. Für 20 vermisste Personen. Genau. Vier Seile und eine Säge. Ist das die Kettensäge? Nee, wahrscheinlich nicht. Netto Steuer brutto. Eine Kettensäge für 24 Euro wäre, also Dollar nee, wäre echt günstig. Die ist stumpf. Ja. Oh, wenigstens mal. Keine Fäden. Ja. Kann das ich nochmal aufmachen? Das frisch. Frische Innereien. Mhm. Okay, wir haben hier einen Topf. Kakerlaken. Das ist eine richtig fette Küchenschabe in der Aufgussform. Auflaufform, Entschuldigung. Das ist. Was ist das hier eigentlich? Haben die da Folie hintergepasst? Das ist ja, so würde ich jetzt so Alufolie nehmen. Okay, ich kann hier abhauen. Ich glaube, ich bin hier wieder in unserem Wohnzimmer, oder? Ich kann ja auf die Karte gucken, wo auch immer die Mama hier. Die Karte hast du, glaube ich, gerade nicht, oder? Haupthaus. Haupthaus. Ist Besteck? Das sieht sogar ziemlich sauber aus. Ja. Aber die benutzen es wahrscheinlich auch nicht. Benötigst einen Gegenstand, um darum. Wenn ich da richtig volle Kanne rauf. Ah, ne, das Stacheldraht. Ja, Stacheldraht, das okay, ist keine gute Idee. Obwohl, ich meine, der hat hier gerade mit dem Messer ins Gesicht gestochen. Ja. Und vorher wurde die Hand mit einer Kettensäge abgesägt. Ich glaube. Kraut. Das bisschen. Oh. Ich glaube, das bisschen Stacheldraht interessiert ihn nicht mehr so. Ja, denke ich auch. Das kann man auch wegmachen, bestimmt. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey, okay, Dalvey ist ein komischer Name, reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, wie Christopher Walken. Ah, das sind die drei Filmleute. Ja. André Stickman und Clancy Javis? Clancy Javis, dann lag es doch zu Clancy. Ja. Die drei produzierten Videos für das Internet und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, Ghost Hunters, sowas.
Okay, ist eine krasse Anlage. Ja. Hast du die Pistole? Wurde. Okay. Die haben uns die Pistole weggenommen. Klar hat Papa die Pistole weggenommen. Ist ja seine. Ja, stimmt. Die Axt auch. Die Axt auch. Okay. Da geht's wohl nicht einfach raus. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da geht's nicht einfach raus, aber gut. Wie geht's zur Garage? Sieht zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie zerstören. Okay. Da bestimmt in der Garage irgendwas, oder? Mit Klebeband gesichert, kann nicht mit der Hand entfernt werden. Hm. Panzertape. Also mit der Hand, die du gerade hast, nicht, ne? Ja, mit der einen Hand. Kann nicht mit einer Hand entfernt werden. Ja. Ach, hier bist du, oder? Okay, die ist verschlossen. Nee, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Ey, guck mal die schönen Blumen an. Ja. Die haben sich richtig. Ich gehe ganz mal zurück. Vorsichtig zurück. Ja. Er hat mich nicht gesehen. Hier? Er hat mich bestimmt getötet, wenn ich da hingegangen wäre. Vielleicht. Ach, das ist die Küche wieder. Gibt's hier noch einen anderen Ausgang? Ich habe zumindest keinen gesehen. Der läuft. Ja, doch hier. Der läuft rum. Aber hier komme ich ja nicht. Der läuft rum. Ja. Der kommt her. Ja. Bitte. Ich glaube, mit Verstecken ist nicht viel in dem Spiel. Also hier zumindest nicht. Dahinter kann. Hier kannst du dich verstecken. Hier. Ja. Genau. Sehr gut. Papa, bitte tu mir nichts. Er kommt. Klingt so, ne? Ja. Er ist da. Bitte geh wieder. Bitte geh wieder. Okay. Ist er jetzt erstmal weg? Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Okay. Ich glaube, er ist sauer auf mich. Der ist jetzt in der Küche. Hier war ja nichts drin, ne? Da war Besteck drin. Da war Besteck drin, ja. Aber nichts Nützliches drin. Ja, hatte ich gesehen. Mach die Tür zu, versteckt. Ja, als wenn. Wo ist der hin? Ich glaube, ich bin tot. Er hat eine Schaufel. Ich glaube, ich haue ab. Nein, er hat mich nicht. Wo bist du? Der spielt doch mit dir, der hat doch gerade Spaß. Nicht so laut. Er hört mich. Ja. Da lag noch was. Was war das? Da. Rechts. Was da? Das ist die Tür. Ach, das ist die Tür. Ich bin sehr aufmerksam, wie du. Geh ganz vorsichtig. Hier! Das ist ja fies. Sich so ganz langsam an ihm vorbei drücken, irgendwie, dass du wieder in den Gang kommst, wo er jetzt nicht weiß. Also, wo er quasi am Anfang in der Ecke stand. Ich glaube, er sieht dich immer, wenn du aus der Küche rausgehst, oder? Okay. Wenn er jetzt hier rumkommt, dann bin ich tot. Ethan! 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 Er kommt, ich gehe ganz vorsichtig zurück. Sammelst du jetzt gerade Schritte für deinen Fitbit? Ja. Yeah. Kommt er? Ich höre ihn nicht. Komm raus, wo auch immer du bist! Das ist irgendwie links von dir, kannst hier rechts jetzt raus, glaube ich. Nee. Das ist Omi. Omi ist weg. Da ist er. Steht direkt vor dir. Ja, wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Ich bin weg. Ja. Da! Alter, war sofort. Da. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Geh ich weg. Das
Ich versteck mich wieder da, wo ich herkam. Machst du die Tür? Oh. Ah, ich kann. Ah, ja. Danke. Sehr gut. Da war irgendwas, aber egal. Ein Porträt. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ja, echt. Scheiß auf die Bilder hier. Ein verrücktes Ehepaar. Das war bestimmt auch nur ein Bild von irgendwie, oder? Ah. Okay. Ist das eine Sackgasse hier? Das ist eine Sackgasse. Ich glaube, du musst die große Tür da aufmachen. Die da... Die. Ich glaube, der ist hier, oder? Das ist ein... Nee, okay. Ich kann es aber versuchen. Ja, also hier in der dunklen Ecke kannst du dich bestimmt super verstecken. Da vorne war was auf dem Tisch, da hat er auch vorgestanden. Ich glaube, dann muss da zu dem weißen Beistelltischchen da vorne. Also da vorne am Fenster. Lukas. Der 23. Februar. 25. Hochzeitstag. Wie lange ist denn das bitte her? Da hängen jedenfalls auch frische Blumen. Nochmal. Ja. Was? Wie jemand, der nicht sehr beliebt ist anscheinend? Da. Da liegt ein Schlüssel. Ja? Warte mal. Ich... Ja, guck mal kurz. Nicht da. Schlüssel für die Kellerklappe, ah! Okay. Ich hoffe mal, es hat jetzt nicht irgendwas getriggert. Das Blöde ist, der steht hier im Kellerraum, oder? Das Blöde ist, dass ich keinen Orientierungssinn habe. Doch, hier ist die Klappe, hier vorne. Ja. Kann ich die wieder zumachen, bitte? Ja. Okay, jetzt sind wir erstmal sicher, glaube ich. Meinst du? Ich hoffe. Ich glaube nicht. Also, so wie der Typ eben durch die Wand gekommen ist, kommt er auch einfach durch die Decke. Alter. Okay, ich habe hier genug Essen, um Essen. Auszusitzen, bis er stirbt. Auf einen natürlichen Tod. Ja. Hier noch ein bequemes Bett. Ja. Schuhe. Ja, hier ist ja was zum Speichern. Das perfekt. Ist perfekt, super. Alles klar. So. Wir sind hier im Waschraum. Die sind Socken. Kannst du die untersuchen, oder was? Ja. Oh, schön. Die miefen furchtbar. So, wir sind im Waschraum. Garage? Achso, ja, wir sind ja von wo sind wir gekommen? Wir waren im Esszimmer. Wir sind dann hier rüber gelaufen. Genau. Küche, Speiseraum, Eingangshalle, Garage. Da war auch irgendwo ein Loch in der Wand, oder? Weil Papa durch die Wand gelaufen ist. Ja. Ja. Flüssige Chemikalie und Kraut. Ups. Oh. Stellt Verzehrgesundheit wieder her. Eine flüssige Chemikalie, die erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss, um nutzbar zu werden. Okay. Sozusagen wie in den alten Spielen, rotes und ein grünes Kraut.
So, und hier haben wir eine Kiste. Oh, die Sachen wurden schon von uns abgestaut. Hat unser Papa für uns gemacht. Aber der Führerschein, der uns nicht gehört und. Hat er sich gedacht, gehört uns nicht. Okay, ich glaube, die antike Münze können wir erstmal ablegen. Ich würde sie behalten, glaube ich. Ja? Ja. Weil, oder? Ich weiß nicht. Warum nicht, ne? Okay, das brauchen wir nicht da oben. Was ist denn, was sind das andere? Fünf Patronen für Pistole, oder was? Ja. 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 Aber blöderweise haben wir keine Pistole mehr. Können die auch werfen. Ja. Tun bestimmt auch so weh. Ah, ich muss speichern. Sonst müssen wir das Ganze nochmal machen. Das ganze Inventar rum. Ja. Genau. Ist hier noch irgendwas? Kann sein, dass das mega dunkel ist gerade. Ja, kann sein. Mhm. Oh. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Ich bin immer noch überrascht über diese Blumen, die da stehen. So frisch eingekauft. Oder gepflückt halt. Ja, kannst du dir vorstellen, wie Mr. Schaufelmörder so springend fröhlich über die Wiese läuft und Blumen sammelt für seine Geliebte? Für den Hochzeitstag. Ja, hier. Oh. Wann hat er eigentlich die Oma rausgefahren? Die war doch hier im Stuhl. Oh. Die ist nicht mehr da. Na, egal. Ist eine sehr gute Frage. Egal. Aber die sind alle weg. Mhm. Funktioniert alles noch? Wie die den Spiegel extra nach oben gehangen haben. Ah ne, es ist ein Bild. Oh. Wo sind die denn alle? Sie hat jetzt gesagt, wir müssen aus dem Haus, aber wie? Ja. Ja. Durch die Tür meistens. Ah, klopft schon wieder jemand. Wo? Oh. Hey, hier drüben! Ah. Hey! Hazy! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze. Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Dann ist es wahrscheinlich der gleiche, der vorhin geklopft hatte. Wahrscheinlich, ja. Die hatten ja auch gesagt gehabt, dass die Polizei kommt, deswegen. Genau, der nervige Bulle schon wieder. Genau. So, ich muss jetzt zur Garage. Ja. Mhm. Gab's noch irgendwelche Kisten, die du jetzt hier kennst? Ja, doch hier, oder? Ach, ja, stimmt, tatsächlich. Ja, direkt hier. Aha. Schon wieder Munition. Mhm.
Ah, ja stimmt. Hier war ja Klebeband. Zum Glück hat er uns das Messer und nicht die Pistole gegeben, sonst wären wir gar nicht erst reingekommen. Ja, wie hätten wir dieses Klebeband bloß abbekommen. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! So ein sauberer Schnitt, als wenn... Der ist... Okay. Wie durch Butter. Du kriechst. Oh, stimmt. Das ist eine Axt, ne? Ja. Okay. Nur eine Art, wie das hier ausgeht. Okay, ich wollte schon sagen, hier liegen genug Sachen rum, um gut ausweichen zu können. Oh, das war gut. Das wäre jetzt witzig, wenn du dich unter der Achse durchgeduckt hättest, so durch, rein durch Zufall. Ich fände es cool, wenn man den irgendwie treten könnte, wenn Kannst man den ins Auto irgendwie... rein. Aber ich glaube... Ich glaube, das hilft nicht lange. Was macht er? Er richtet seinen Kiefer wieder an. Achso. Wenn er jetzt hier rumkommt, dann steige ich ins Auto. Nein! Hast du ein Baby bekommen? Okay. Aua. Au! Hätte ich die Tür... Du gehst zu ihm hin. Wo ist er? Da. Hier. Wie viel Schuss hast du noch? 6. 10. Jetzt 9. So, ich versuch's nochmal. Nein, du hast keinen Schlüssel. Oder? Ja, stimmt, du hast recht. Au. Oh. Kannst du mit LB blocken, anscheinend. Nein! Nein! Alter. Oh. Was ist damit? Alter, das ist das. Was hätte ich dagegen tun sollen? Ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie heißt es aber, dass er den Schlüssel hat? Das heißt wahrscheinlich, er hat den Schlüssel, du haust ihn um, nimmst ihn den Schlüssel ab und fährst weg. Oh mein Gott. Wieso willst du ihm den Schlüssel abnehmen? Hast du gesehen, wie er das Dach von dem Auto verbogen hat? Ja. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Hier war eben noch eine Kiste gewesen. Vielleicht ist da irgendwie noch Munition oder sowas drin. Vielleicht. Kannst du ihn ja mit deinem Messerchen pieken. Ja. Das wird's bringen. Ja. Warum kann ich mir nicht die Axt nehmen, die da liegt? Die ist zu schwer. Hey, das war gut. Ja. Reine Angst. Ja. Oh, ich habe ein Stück. Ohr weggeschossen. Ohr weggeschossen. Ah. Jetzt hört er mich nicht mehr so gut. Hey! Ah. Oh, okay. Der wollte mit mir das gleiche machen wie mit dem Kopf eben. Ja. Noch drei. Ich zerquetsche dich wie eine. Ja.
Au. Au. Halt's Maul, halt einfach's Maul. Ja, ich... Alter, sieht der schon... Wie schon der Kopf von dem aussieht, ey. Du bringst mich um und ich komm sofort zurück. Okay. Oh. Ah, Autoschlüssel, yes! Na so, oh, okay. Ah. Ich drehe erstmal eine extra Runde. Ja. Der hat immer noch nicht den Schrank hier kaputt gemacht. So, das ist gut. Ich bin ein alter Mann, Junge. Du kannst. Schnell! Nein! Ich glaube, ich brauche ein bisschen Muni, um den einfach ein bisschen abzulenken. Aber... Okay. Ich wollte gerade sagen, wenigstens kann ich ins Auto. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Er hat auch einen. Ah, okay. Fang an zu laufen. Wie soll er hier in die Ecke kommen? Kann er das? Ja. Okay. Irgendwann hat er kein Benzin mehr. Ich glaube, du kannst das Garagentor aufmachen. Meinst du? Ja. Hier ist irgendwas. Ah. Nein! Was habe ich da bekommen? Wieder so eine Chemikalie. Achso, ja, das nützt mir ja nicht so viel. Kann ich den da irgendwie rausstechen oder so? Ich glaube, mit dem Messerchen. Okay. Ich glaube, sobald er im Auto ist, ist es zu spät. Mit dem Messerchen geht das wohl nicht. Aber ich weiß jetzt wo. Wo der Schlüssel ist und. So, einmal die Pistole. Schlüssel. Wo stellen wir uns am besten hin? Der müsste am besten hier stehen. Oder? Kannst du ihn eventuell mit dem Motorrad, was da oben aufgehängt ist, erschlagen, wenn er drunter steht? Da ist ein Motorrad aufgehängt. Kannst du das runterschießen? Nein. Ah. Sieht nicht so aus. Schade. Wäre jetzt eine. Das wusste schon besser. Wie er noch gelacht. Kann ich nicht rüberrutschen? Okay. Oh nein. Schieß auf die Reifen. Ja! Okay, hätte funktionieren können. So ein bisschen scheint es ja auch so zu sein, als ob es wirkt, ne? Aber irgendwie auch nicht. Wir benötigen eine neue Strategie. Irgendwie muss man ja aus dem Raum wieder rauskommen, oder? Wie ist es denn, wenn ich mir jetzt statt die Knarre einfach gleich das Auto schnappe? Meinst du den Schlüssel und das Auto? Ja, ja. Der ist doch erstmal mit dem Kopf beschäftigt. Der prügelt ja noch ein bisschen auf ja, ein. Dann nehme ich mir die Knarre einfach danach, geht doch jetzt noch. Sie rennen jetzt gleich rüber. Du brauchst erst den Schlüssel. Ja, ja. Hey, das Tor! Stopp! Stopp! Gar nicht mehr hingeguckt. Ja, gleich in Position. Ich glaube, er kriegt dich trotzdem. Ja, denke ich auch. Andererseits, er ist da hinten. Los, fahr! Das ist ein Schlüssel erstmal. Benutzen. RT. Ja. Oh. Nochmal einmal zurück. Wo ist er? Und wo ist der? Der müsste auch da liegen, oder? Ja. Wahrscheinlich. Ich sehe ihn nicht mehr. Hat das. Wo ist das Dach? Oh. Nein. Nein, ich möchte nicht dahin fahren. Du und ich.
Nein! Oh nein. Nein! Oh.